Gut. Ja. Jetzt nehmen wir die Sprühflasche und holen uns etwas Zaubertrank, der alles was in genau Hunde verwandelt. Das bezwecken, bitteschön. Flasche? Genau, Flasche war's. Kann ich jetzt eigentlich direkt die Flasche... Ich habe nur eine Ladung. Daher sollte ich mir mein Opfer sorgfältig auswählen. Okay. Ah ne, genau, das andere Sprühzeug brauchen wir für was anderes. So, wir haben nun einen Zaubertrank, der jemanden in einen Hund verwandelt. Mhm. Wir müssen also wieder mal einen Hund mitnehmen. Einen Hund und eine Katze. Geht es gleich mit dem? Ich habe nur eine Ladung. Daher sollte ich mir mein Opfer sorgfältig auswählen. Okay. Dann weiß ich, glaube ich, schon, wen wir nehmen müssen. Den Elfen? Ja. Weil er eh so gemein zu uns war. Ich habe nur eine Ladung. Auch nicht. Hui, wer war denn das jetzt? Ach ja, genau. Moment. Geistesblitz. Noch viel besser. Ja, langsam kommt's wieder so stückchenweise, so Burgalas-weiß. Burgalas-weiß. Jawohl, lass den Franken raushängen. So viel Fränkisch spreche ich eigentlich gar nicht. Ich spreche wirklich eigentlich mehr Hochdeutsch. Ja, ich eigentlich auch. Lust auf einen Energizer-Drink? Sicher. Aber du kannst wenigstens bayerisch. Bayerisch. Fränkisch kann ja. Mist, jetzt fehlt uns ein Spieler. Dein Freund hat sich gerade in einen Beagle verwandelt. Entsetzt dich das überhaupt nicht? Warum sollte es? Wahrscheinlich nur eine Störung in der hiesigen magischen Aura. Sowas passiert hier ständig. Aber es ist eine Schande, dass wir jetzt einen Spieler zu wenig haben. Wir müssen unbedingt einen Ersatz für ihn finden. Ich steig doch ein, wenn es recht ist. Na gut, wunderbar. Kennst du die Regeln? Ich denke, ich habe das Wesentliche verstanden. Nimm Platz. Und dafür sind jetzt unsere gezinkten Würfel nämlich wichtig. Hm? Beagle sind so süß. Ich habe hier einen freien Charakter für dich. Was bin ich? Da steht, dass ich ein Journalist bin, der Computerspiele testet und bewertet. Ja, ein Computer ist so eine Art magischer Kasten. Ich weiß. Ich arbeite also für eine PC-Spiele-Zeitschrift? Genau. Du hast kein bisschen Humor. Hey, rede nicht in diesem Ton mit mir. Ich meine doch deinen Charakter. Ach so, du meinst, dass ich einem Spiel 64% gebe, nur weil es nicht von einem kalifornischen Hersteller ist? Ich sehe, du hast das Grundprinzip begriffen. Okay, wo fangen wir an? Wir befinden uns gerade mitten in einem Kampf. Dem kann ich aber nicht zustimmen. Keine Panik, ich habe gerade die Kettensäge gefunden. Du hast keine Kettensäge. Was ist überhaupt eine Kettensäge? Eine Kette? Bla bla bla. Können wir jetzt endlich anfangen? Okay, jeder möge seine Würfel werfen. Sieben. Mist. Vier. Zwei. Na typisch. Gegen wen oder was kämpfen wir? Habe ich das nicht gesagt? Nein. Gegen einen Dekorateur der vierten Stufe. Gut. Was dagegen, wenn ich meine Würfel verwende? Was dagegen, wenn ich meine eigenen Würfel nehme? Natürlich. Zwölf! Du hast ihn getroffen. Würfel jetzt noch einmal für den Schaden. Schon wieder 12. Er flüchtet. Gut gemacht. Toll! Und du musstest ihn noch nicht einmal töten. Simon bekommt das hier dafür. Was wird das wohl sein? Was ist das? Der Musterkatalog, den der Dekorateur zurückgelassen hat. Oh, wie praktisch! Okay, Jungs, was macht ihr jetzt?
Lasst uns diesen Ort absuchen und alles mitgehen lassen, was wertvoll ist. Das wäre aber falsch und unmoralisch. Vielleicht steht hier ja ein neues Modem herum. Ich unterbreche euch nur ungern, doch ich muss jetzt leider gehen. Ich würde ja sagen, dass es mir eine Freude war, doch dem war leider nicht so. Ich schätze, wir werden auch ohne dich zurechtkommen. So, ich bin auch wieder da, ich muss schnell Essen umrühren. Und jetzt kommen wir endlich zum letzten. Ich glaube, wir haben echt so anderthalb Stunden dann am Ende zusammen. Moment, sind wir bei... Ja, okay. Gut, so. Wir schaffen es jetzt endlich zum letzten Abschnitt. Und zwar Sordins Festung, und das geht relativ schnell vorbei. Das heißt, wir sind wahrscheinlich so die nächsten, ja, 10 Minuten wahrscheinlich durch. Hast du den Katalog? Ich pack die nicht. Ich mag die nicht. Ich habe ihn hier. Nun, ich schätze, du kannst eintreten. Dass die den nicht erkennen, dass das Simon ist, ne? Los, die Stufen hoch in seinem Labor. Und verlauf dich nicht, hörst du? Okay. Wie weit wird er kommen? Ich hätte so um die 20 Meter. Glaubst du, der Boss überlässt uns seine Kniescheiben? So, wir sind in Sordins Festung und als erstes rauben wir natürlich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Dann nimmst du diesen Gobelin mit? Ja, super. Teppich. So. Hier drinnen stinkt es wirklich ekelhaft. So. What the? Hier ist nämlich eine Schweißlache. Lecker, ne? Goblin-Schweiß. Ui, Teufel. So. Aber diesen Goblin-Schweiß können wir natürlich noch ein bisschen verwerten. Und zwar in die Sprühflasche. Können wir den auswringen. Ich habe den Schweiß in die Flasche gefüllt. Lecker. Gut, wir laufen jetzt mal kurz hier lang, weil das wird jetzt nämlich ziemlich interessant, was hier steht. Jedes Mal dasselbe Spiel. Bitte friss mich nicht, Herr Biest. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Außerdem schmecke ich überhaupt nicht gut. Lass mich leben, bitte. Halt mal die Luft an, ja. Du meinst, du wirst mich nicht auffressen? Vielleicht. Wir unausbrechliche Schrecken sind wie die Leute von der Steuer. Jeder hasst uns. Dabei machen wir nur unseren Job. Meine Mutter sagte immer, das Leben ist ein Schokoladenkeks. Ich weiß allerdings bis heute nicht, was sie damit gemeint hat. Es ist schön, mal mit jemandem zu reden. Ich meine jemand, der nicht gleich schreit, stirb, Höllenbrute. Stirb, Höllenbrute. Ja, und dann springen sie vor mir herum und wedeln mit einem Schwert. Es wirkt immer etwas klischeehaft auf mich. Du brauchst bestimmt einen Haufen Zahnpasta, oder? Und Zahnseide. Du glaubst gar nicht, was für Ausgaben das sind. Dabei ist Zahnpflege gerade in meinem Beruf so wichtig. Gut, würdest du mich vorbeilassen? Nun, würdest du mich eventuell vorbeilassen? Ich fürchte, ich würde dich auffressen müssen. Ich könnte ja deine Knochen durch die andere Tür spucken. Oh ja, bitte. Nein, das geht auch nicht. In meinem Beruf ist Loyalität sehr wichtig. Was genau ist denn dein Job? Was genau ist denn dein Job? Es gibt für uns unausbrechliche Schrecken keine große Auswahl.
Dabei wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Nun bin ich der Chef der Sicherheitsabteilung. Chef der Sicherheitsabteilung? Ich fresse jeden, der versucht, hier durchzugehen. Oh oh. Na gut. Es war schön, mit dir zu plaudern. Und tschüss. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Mein Name ist übrigens der Unaussprechliche. Wie schön. Ich würde dir ja eine Hand zum Abschied reichen, aber ich habe keine. So, wir haben jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie, mein Name ist Dieter. Dietfried. Dietfried? Ja. wir haben jetzt drei Probleme, ja? Wir müssen an dem vorbeikommen. Und wir müssen drei Sachen lösen. Er darf uns A, nicht sehen, B, nicht riechen und C, nicht hören. Wir machen jetzt zuerst das mit dem Sehen. Ja, das erste ist ganz simpel. Ja, das mit dem Riechen wird mit dem Schweiß sein, oder? Genau, wir schalten erstmal das hier aus. Hey, wer hat den Sack über meinen Kopf gestülpt? So, jetzt haben wir schon mal kein Licht mehr. Jetzt müssen wir nach Goblin riechen, damit er nicht merkt, dass wir ein jugendlicher Zauberer sind. Also verwenden wir jetzt einfach mal die Sprayflasche mit uns. Und das ist jetzt auch ein extrem unrealistisches Rätsel. Und da muss man erst einmal zur damaligen Zeit draufkommen. Wir müssen jetzt anziehen das Hündchen. Wir müssen das Hündchen anziehen, damit er uns was nicht hört. Okay. Was für eine verrückte Idee. Dennoch, ich werde es mal ausprobieren. Was? Ich werde ihn erstmal ein bisschen verzaubern. Hühnchenpartoffeln. Meine Nerven. Ich finde das Rätsel sehr logisch und offensichtlich. Jetzt hört er uns nicht mehr und wir können ganz vorsichtig an ihm vorbeilaufen. Ich ziehe diese blöden Schuhe wieder auf. Und jetzt haben wir es eigentlich schon durchgeschafft, dieses Spiel. Wir müssen nur noch Solid küssen, ne? Ja, das nenne ich aber mal ein Treppenhaus. Da ist ein Knopf an der Wand. Ich frage mich, wofür der ist. Au! Au! Hä? Ah! Das ist voll Oldschool Batman. Ich sollte besser versuchen, den Zeitstab zu finden und mich damit zu befreien. Aha. So. Und hier drüben ist... Achtung, Sordid. Gut. Wir brauchen eigentlich nichts weiter erst einmal außer diesen Schraubenzieher. Den wir jetzt mit... Weil hier drüben seht ihr einen Handabdruck-Identifikator. Und wir können natürlich mit unserem Handabdruck da nicht viel machen. Deswegen schrauben wir jetzt einfach mal die Hand von Sordid ab. Nehmen diese natürlich auch mit. Klar. Und jetzt... Speichern wir. Haben wir dieses Spiel eigentlich durchgeschafft. Happy End? End? Habe ich End geschrieben? End? Nee, egal. Wolltest du. Da liegt... Ja. Ja, wir benutzen jetzt die Hand mit dem Handabdruck-Identifikator. Was ist das Ding in dem? Oh. Bitte legen Sie Ihre Hand zur Identifikation auf. Jiha. Handabdruck bestätigt. Yay, unsere komische... Ja, der Zeitstock. Hm. Nachdem ich den hier habe, sollte ich besser nach unten gehen und mich befreien. Gut, durchgeschafft. Hey, was machst du hier? Kennen wir uns? Ich hab dich doch in den Kerker gesperrt. Du musst mich verwechseln. Ich wollte gerade gehen. Macht nichts, ich wollte dich sowieso gerade holen. Der Plan meines Meisters ist bereit zum Ausführen. Zeit, Lebewohl zu sagen, stinkender Zauberer. Warte, was macht diese oben ohne Tanzgruppe denn da drüben? Wo? Na da. Zeit für einen scharfen Abgang, glaube ich. Thank you.
Schwitzen. Genau. Ganz Klischee. So aller Scooby-Doo aus ja, irgendwie, ja. Ne? Ja, ja. Hat das jetzt. Tada! Keine Zeit für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Beeil dich! Was muss ich damit tun? Wackel einfach mit den Ästen. Okay. Jetzt hab ich dich! Kannst du nicht wenigstens einmal was Originelles sagen? Alles ist bereit, genau wie es der Meister geplant hat. Es wird Zeit für eine kleine Reise, Zauberer. Wegen dir befindet sich die Seele meines Meisters in der Hölle. Dafür musst du ihn auch aus ihr befreien. Ich habe dir seine Entlassungspapiere in den Hut gesteckt. Komm ja nicht ohne ihn wieder. Entlassungspapiere aus der Hölle. Komm, mein kleiner Thorndy-Wardy. Ist dein Weichen. Aber Mami, ich... Die macht mir Angst. Schaut creepy aus, ne? Ja. Komm, ein Löffelchen für Mami. Mama, ich will keinen Brei. Strawberry Chimney. Wie willst du sonst jemals groß und stark werden? Du möchtest doch keine Ohrfeige, oder, mein kleiner Süßer? Nur noch dieses Schüsselchen und du darfst in die Schule. Ich will nicht in die Schule. Die anderen Schüler ärgern mich immer. Was machen sie denn, mein kleiner Kürbis? Sie nennen mich Stinky und Pickleface. Aber das ist doch noch gar nicht. Denke doch erstmal daran, wie es mir geht. Ich muss unter der Schande leiden, deine Mutter zu sein. Ich muss mit der Tatsache leben, dass ich ein hässliches kleines Monster wie dich zur Welt gebracht habe. Das ist Phantasmagoria. Ja, irgendwie schon. Hör auf zu schreien, du kleine Kreatur! Iss jetzt deinen Brei! Und lass dieses schreckliche Gewimmere! Du musst endlich lernen, dass ein Junge nicht weint! Aber Mami... Widersprich mir nicht, du ungezogener Wurm! Der hat noch genug Brei zu essen. Iss deinen Brei, und wenn dir schlecht davon wird. Hi, Thordy Wardy. Erinnerst du dich noch an mich? Ich habe die Entlassungspapiere für den da. Er hat seine Strafe abgesessen. Aber sie sagten doch, er hätte ewiglich. Das ist korrekt. Die Zeit ist heute Morgen abgelaufen. Ah, was? Ach so. Warte eine Sekunde. Ewiglich? Heute Morgen abgelaufen? Bis dann. Hey! Meister! Prinz. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Was zur Hölle geht hier vor sich? Du wirst schon bald verstehen, mein ungewollter Komplize. Los, stopp ihm das lose Mundwerk. Ja, Meister! Aber er hat seine Hand wieder. Ja. Obwohl du sie noch im Inventar hast. Stimmt. Eine neue. Ja, spawnt. So geschickt? Ja, Meister. Er muss jede Minute hier eintreffen. Exzellent.
Alles läuft genau so ab, wie ich es geplant habe. Ihr seid ein Genie, Meister! Innerhalb weniger Augenblicke wird sich der entscheidende Teil meines Plans erfüllen. Ich werde deinen Körper benutzen, um in deine Dimension zu gelangen. Und wenn ich erst einmal angekommen bin, kann mich niemand mehr aufhalten. Bereite alles vor. Ja, Meister! Kalypso kommt, Meister! Alex, Gott sei Dank geht es dir gut. Es war schrecklich, Großvater. Sie haben mich in ein Verlies gesperrt. Ohne die Hilfe von Simon wäre ich verloren gewesen. Ich habe den Schrank startbereit für dich. Dankeschön. Ich meine, Dankeschön. Deine Stimme klingt so seltsam. Ich habe einen... Ich meine, ich habe einen Frosch im Hals vor Rührung. Oh, ach so, du willst sicher schnellstmöglichst nach Hause. Ja. Leb wohl, Simon. Leb wohl. Danke für alles. Mein alter Freund und, wie immer auch der Name ist. So, aber Moment, es geht noch weiter. Mhm. Na, tolle Premierarbeit geleistet von Alan Ritchman. Sehr toll. Okay, dann kommt das anscheinend doch später. Genau, das war Sam the Sorcerer 2. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Es war vielleicht manchmal ein bisschen langatmig, aber so sind halt die alten Adventures ein bisschen. Ja, und außerdem lebt ja Simon eher von seinem Humor. Richtig, und ich finde, der war klasse. Ja, und diese vielen Anspielungen, das ist schon cool. Als nächstes machen wir übrigens, also wirklich Harvester. Also wenn euch das jetzt nicht gefallen hat, freut euch auf Harvester. Ja, wie gesagt, das war halt mehr so ein Quick Walkthrough. Also Harvester wird von der Niedlichkeit des kompletten... Niedlichkeit des komplett, nennst du Harvester. Moment. Genau. Das exakte Gegenteil zu Simon the Sorcerer 2. Es wird vielleicht stellenweise ein bisschen lustig, aber... Aber auch nur das, aber nicht gewollt. Sondern eher ja, wegen schlechter Produktionsqualität. Ja, oder es sind ein paar lustige Sprüche dabei. Beinahe, aber genau. Aber das ist eigentlich ja. Das komplette Gegenteil zu Simon. Ja. Das Einzige, was die beiden zusammen, zusammenführt, ist, das sind Point-and-Clicks. Wobei Harvester eigentlich ziemlich frei ist in dem, was man tut. Und man kann kämpfen in Harvester. Das unterscheidet es zu traditionellen Point-and-Clicks-Adventures, finde ich. Ja, und natürlich das Spiel an sich, das ist bar jeder Beschreibung, das ist echt... Krank. Boah, krank, ja, absolut. Krank trifft's. Wir werden es übrigens vermutlich übersetzen, weil das ist komplett in Englisch, aber wir setzen uns doch mal dran für die ganzen Zuschauer und übersetzen mal mit Untertiteln ins Deutsche. Ja. So, da kommt noch was, Achtung. Ich habe mein ganzes Inventar noch. Ich muss das Essen nochmal umrühren, aber ich warte noch. Ja, wir wissen, dass er das Handbuch geschrieben hat. Können wir futtern. Lecker, lecker, lecker. Ja, von Simon, wie gesagt, ganz am Anfang im ersten Teil, ich glaube, es gibt mittlerweile 5 oder gar 6 Teile. Ich glaube, es fünf sind's. Und seit dem dritten ist es halt ein bisschen schlechter geworden. Ich glaube, der letzte Teil, der war noch einigermaßen gut wieder. Humor ist durchgehend gut geblieben, bloß als Adventure an sich haben die 3er, 4er und 5er immer so richtig getaugt, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber ich muss zugeben, ich habe sie nie richtig gespielt. Ich habe es immer bloß stellenweise gesehen und von Hörensagen. Reviews. Oder das auch, ja. Ja, aber ich finde den zweiten auch mit am besten. Ja, ja. Sylvia Perry, Paul Batson. Nicht kommentierter Code von Simon Woodruff. Oh, das kenne ich irgendwo her. Heftige Launenschwankungen. Mike, eine Frauenname plötzlich? Oh. Meister! Könnt ihr mich hören, Meister? Ja, mein treuer Lehrling. Läuft alles nach eurem Plan, Meister?
besser als ich mir je erträumt hätte. Schon bald wird mir die ganze Welt zu Füßen liegen. Und ich werde das Universum beherrschen. Ja. Aber es geht doch weiter. Deutsch ist rumgetestet. Was? Das ZAT 3 Stunden am Tag System. Okay. Wahrscheinlich gearbeitet. Nicht zufälliger Zufallsgenerator. Super. Jonathan. Das sind mal Credits, die ich mag. Super. Da, 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 da. Seelischer Frieden zerstört durch The Moose. Weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber das hat mich gerade an was erinnert, weißt du? Also. Moment. Du vertrotteltes altes Fossil! Du hast die falsche Person zurückgeschickt! Du täuschst uns nicht, du Ausgeburt des Bösen! Wir! Ich bin es, du Hohlkopf! Sordid hat unsere Körper mit dieser verflixten Maschine vertauscht! Oh! Oh? Oh, ich hänge wahrscheinlich für den Rest meines Lebens hier fest und alles, was du sagen kannst, ist oh? Ich glaube das nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Und ich wette, du findest das auch noch komisch. Aber denke daran, wo Sordid jetzt ist. Ich hoffe, er kommt zurück und verwandelt dich in einen Wurm. Und was dich betrifft... Irgendwie glaube ich, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ach. Ja. Fortsetzung folgt. Was wolltest du noch sagen? Dieses, was da vorhin stand, das hat mich irgendwie an Reapers Don't Fear the Winter. Oder wie hieß das nochmal von. Oder ich? Ripper? Du weißt schon, was ich meine, ne? Ja, ja. Dieses, von Blue Oyster Cult. Ja, ja. Das Lied mit diesem, Tarot-Rätsel. Oh. Weiß nicht, aber mich hat es daran erinnert. Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay. Aber gut, wie gesagt, das war Simon 2 und wir sehen uns bald wieder. Bis zu Harvester. Zu Harvester. Ciao. Freut euch. Ade.